Am liebsten ist mir natürlich Sonnenschein, warme Bedingungen und trockener Boden beim Radfahren. Dann habe ich schon eigentlich alles, was ich brauche. Ich bin David List und ich fahre für das Lexware Mountainbike Team. Den Sport fürs Mountainbike-Fahren bietet Freiburg einfach die perfekte Umgebung. Natürlich einmal mit dem Schwarzwald, wo man mit dem Fahrrad super abwechslungsreiche Wege hat. Dann ist natürlich auch der Olympiastützpunkt direkt vor Ort. Man hat also einen Kraftraum, Physiotherapie ist da, man ist eigentlich super supported hier und somit, ja, bin ich ganz happy, seit einigen Jahren jetzt hier in Freiburg zu wohnen. Es war jetzt ja nicht jahrelang geplant, dass ich 2024 mit 24 Jahren bei Olympia fahre, sondern natürlich einfach mich Stück für Stück weiterentwickle. Jetzt habe ich mich durch die letzten Jahre so weiterentwickelt, dass ich natürlich da Thema geworden bin, auch für Deutschland am Start zu stehen. Jetzt hat es halt knapp nicht gereicht. Ich meine, allein, dass es schon eine knappe Entscheidung war, ist ja schon ganz cool für mich. Und man hat es jetzt natürlich dadurch, dass es auch so knapp war, sehr oft und sehr viel im Kopf, sodass natürlich schon eine gewisse Enttäuschung erstmal da ist. Aber es geht jetzt eben Schlag auf Schlag weiter und ganz abgeschrieben ist es ja noch nicht. Wer weiß, ich bin als Ersatzfahrer eingeplant. Mal schauen, wie es kommt. Mein allererstes Mountainbike war tatsächlich ein Stahlrahmen, ein schwarzer. Das habe ich dann mit meinem Papa zusammen aufgebaut, mit dem, was zum einen noch im Keller lag oder wo man irgendwo gerade herbekommen hat. Dementsprechend eigentlich war es auch eine Nummer zu groß für mich. Von dem her hat es unterm Strich gar nicht so gut gepasst, aber es war ein Mountainbike und ich war damit damals super happy mit dem Rad. Mein allererster Wettkampf war dann in der Schweiz und war für mich ja ziemliches Kontrastprogramm. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, als ich natürlich viel daheim alleine gefahren bin, ich bin schon richtig gut und recht schnell. Ich hatte immer noch mein Fahrrad mit Stahlrahmen und gefühlt Federgabel, die nicht funktioniert hat. Stand da auch mit Turnschuhen, ganz normale Pedale und in der Schweiz ist das ja schon sehr Volkssport. Da waren dann schon alle Konkurrenten von mir tatsächlich mit Carbonrädern, mit Klickschuhen und ich wusste gar nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Konnte mich aber dann eigentlich doch ganz gut behaupten und bin dann Neunter geworden. Das war für mich eigentlich genial, weil eben ich hatte davor mit dem Rennsport gar nichts zu tun und das war dann auch wirklich der Zeitpunkt, wo ich ja richtig Lust auf mehr bekommen hat und auch angefixt war, irgendwo besser zu werden. Und das war dann tatsächlich das erste Rennen. Dadurch, dass das Lexware Mountainbike Team für mich nun mehr als 9 Jahre das Zuhause fürs Rennenfahren ist, ist da einfach in der Zwischenzeit ein komplett familiäres Verhältnis entstanden. Wir kennen uns alle, sind immer füreinander da und ja, es gibt mir eigentlich die ja, nötige Lockerheit und Rückhalt, um den ganzen Sport auszuüben. Aber unterm Strich war es immer so, dass jeder aus der Familie für mich da war, ob es jetzt irgendwo nach einem Sturz, nach einem schlechten Rennen, das kommt ja alles irgendwo immer zusammen, kam, war immer jemand für mich da und hat mich unterstützt und das war schon ziemlich cool. Und ist natürlich heute immer noch so. Da würde man manchmal, glaube ich, gern absteigen und das Ganze beenden, aber für den Aufwand vom Team ist es nie gerecht und deswegen würde ich immer ein Rennen ins Ziel fahren.